Guten Morgen. Morgen. Es ist 2:30 in der Nacht. Wir sind aufgestanden, wir haben unsere Koffer fertig gepackt und jetzt werden wir zum Auschecken gehen. Yay. Bye-bye Zimmer. Bye-bye Zimmer. Wow. Müde. Drin, Sicherheitscheck, gut überstanden. Ja, alles gut geklappt. Ich habe mir jetzt erstmal einen Kaffee geholt. Ja, aber einen Pott-Kaffee. Wir haben jetzt schon eine Stunde Verspätung. Ja, genau. Super. Und wir sind hier, es ist Oktoberfest. Auch hier in der Türkei. Jo. Können wir uns mal rumdrehen? Ja, kauf ein Bier. Sieht man so nicht. Bekommst eine Brezel dazu. Ja. Ist noch ein bisschen früh für ein Bier, sonst. Aber ja, ist hier nicht nur an dem Stand. Ist an ganz vielen Ständen ganz Oktober, vielen. Oktoberfest. Ja. Juhu. So, jo, wir gehen jetzt mal zu unserem Gate und hocken wir uns dann mal hin. Ich hoffe, da gibt es was zum Sitzen. Ich hoffe auch. Angekommen. So, jetzt geht's zur S-Bahn. Noch mal eine kleine Weltreise zur Bahn. Genau, noch eine kleine Reise. So, den Rest der Strecke gehen wir zu Fuß. Nur noch ein kurzes Stück, dann sind wir da. Ich kann das zu Hause schon riechen. Sicher, dass nicht ich das bin? Nein, ernsthaft. Wir sind jetzt da. Wir haben es jetzt kurz nach 2. Boah, reicht auch. Wenn man bedenkt, dass wir jetzt schon wieder fast 12 Stunden auf den Beinen sind. Ja. Und bis ich zu Hause bin, dauert ja auch noch mal ein bisschen. Nein, ich will ja gar nicht jammern. Ich bin ja gut erholt. Zu Hause, ich bin zu Hause. Ach, ist auch schön. Ja, und ich mache mich jetzt auch nach Hause. Ja, dass er auch nach Hause kommt, ist verständlich. Jetzt erstmal heim, die Katzen warten. Genau. Ich bin ja auch begrüßt worden. Tochter, Katze, alle happy. Ja. Aber es war ein sehr schöner Urlaub, ne? Auf jeden Fall. Ja. Wiederholungsbedürftig. Auf jeden. Gut. Dann sage ich jetzt schon mal Tschüss. Und ich noch nicht. Bis dann. Juhu. Ich bin auch endlich wieder zu Hause. Und ja, bin natürlich ein bisschen geplättet. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt erst noch Video schneiden, weil quasi das Video für heute noch gar nicht fertig ist. Das heißt, das werde ich jetzt noch schneiden und dann hochladen. Und dann werde ich, glaube ich, heute nicht mehr so sehr viel machen, aber genau weiß ich das ja erst später. Na gut, aber ist alles gut gegangen.
Meine beiden Söhne haben sich um meine Kater gekümmert. Mein Vogel lebt auch noch, so wie ich das sehe. Alles gut soweit. Na gut, ich mache mich erstmal hier ran. Ganz pünktlich geschafft, das Video hochzuladen. Ja, aber oh, ich bin total platt. Ich muss noch Koffer auspacken und sowas. Ich würde sagen, ich beende den Vlog heute etwas früher, weil ich einfach dadurch, dass wir so früh in der Nacht aufgestanden sind, ich ziemlich müde bin. Und naja, der Urlaub ist jetzt sowieso zu Ende. Hat sehr viel Spaß gemacht und wie Angie das gesagt hat, schon, ja, kann man gerne wiederholen. Na gut, ich hoffe, euch haben die Videos aus dem Urlaub gefallen. Und wenn ja, ja, ich habe eine Playlist gemacht. Könnt ihr gerne immer wieder anschauen. Ansonsten, was ist denn jetzt morgen? Ich bin ein bisschen durch den Wind. Ja, aber ich habe jetzt noch eine Woche Urlaub. Also von da an werde ich jetzt nicht direkt wieder in den Alltag zurückfallen, sondern kann immer noch ein paar schöne Sachen unternehmen. Ich weiß aber noch nicht was. Stehen auch noch ein paar Sachen an, die ich jetzt vorbereiten muss wegen Beerdigung und tralala. Aber wird man dann alles sehen, wird sich alles finden. Und ja, ich würde sagen, ihr könnt morgen um 18 Uhr wieder reinschauen. Da seht ihr dann, wie es hier zu Hause wieder ist. Bis denn.